Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks Replays. Heute mal wieder ein Replay von Kain1776. Schönen Gruß an dieser Stelle. Wir befinden uns hier im Heiligen Tal in einem Zehnergefecht. Und ja, die Zehner nehmen hier ungefähr die Hälfte des Platzes ein. Er sitzt hier im T-57 Heavy, einem Autoloader der Amerikaner. Und er hat keine Premium-Munition dabei. Nee, stimmt gar nicht. Er hat keine HE-Munition dabei. Ja, braucht man wahrscheinlich auch nicht. Und so viel Munition hat der Panzer jetzt nun auch nicht dabei. Aber zwei Magazine Premium hat er sich dann doch gegönnt. Habe ich eben falsch geguckt. Er hat ein Erste-Hilfe-Paket dabei, ein Reparaturpaket, beide mal das kleine. Und er fährt mit Cola. Feuerlöscher ist anscheinend nicht nötig. Gut, okay, aber das habe ich gehört, ist auf Tier 10 öfter der Fall, dass man so fährt. Und er fährt hier zur klassischen Heavy-Linie. Wenn ich die Karte nicht groß mache, müsst ihr Bescheid sagen. Mal gucken, was er hier so reißt. Der äußeren Weg oder doch nicht? Oder durchs Haus? Nein. Den äußeren Weg. Noch ist nichts aufgegangen. Wundert ihn wahrscheinlich auch gerade. Der wird eine ziemlich gute Gunny Pressure mit dieser Art von Turm haben. Bams! Genau. So will man das sehen. Und zack, da hat er schon nachgeladen. Für den nächsten Schuss aus dem Automagazin hier. Ah, da kommt er leider nicht ganz drauf. Boah, was war das denn für ein Schuss? Krass. Jetzt lädt er das Magazin nach. War nur noch eine Kugel drin, durchaus sinnvoll. Geil gemacht. Also, ja, den habe ich schon vorbeifliegen sehen eigentlich, ne? Und andere Kugeln sieht man manchmal vorbeifliegen, sieht man manchmal treffen und dann fliegen die doch vorbei. Ja, die E3, der ist ihm hier einfach im Weg, ne? Fahr weg da, du Penner. Und jetzt hat er hier eine schöne Flanke und kann hier dem Gegnerpanzer schön durch den Helm schießen. Übrigens auch durch den Turm, durch den Baum geschossen hier. Das macht dem Baum überhaupt nichts aus. Das ist natürlich logisch. Und dem hat er jetzt ordentlich reingebraten. Der wird sich ordentlich ärgern. T110 E5. Tja, legst dich halt mit den Falschen an, ne? Mit keinen legt man sich nicht einfach so an. Das musste Abel auch schon feststellen. Ja, Tiger 2 dürfte hier auch keine Herausforderung für ihn sein. Also das, was da steht, das kann er so wegnähen. Aber er möchte natürlich ohne Schaden dabei rausgehen. Ja, was in diesem Moment vorbei ist. Nein, komm. Jetzt aber. Genau, Killshot. Ah, auf den Tiger 2 kommt er jetzt so nicht mehr. Jetzt zieht er sich lieber wieder zurück. Das ist natürlich bitter so vom Feeling her, aber er muss nachladen, das hilft ja alles nichts. Kann er aber schon wieder nachziehen, weil es sind drei seiner Panzer da vorne und die sind alle voll, auch wenn es nur ein Tiger 3 und ein Tiger 2 und ein IS-3 ist, meine ich. Aber da ist natürlich auch noch ein 110er. Ja, der von dem Tiger 2 wird jetzt nicht mehr viel übrig bleiben. Er möchte aber gerne noch auf den Jagdpanzer und ein IS-7. Ja, macht wohl Sinn. Mir würde jetzt in der eigenen Basis... Oh, hier von hinten. Wie geil ist das denn? Und Killshot gemacht. Geil. Mir würde ja der 1390 in der eigenen Basis etwas zu schaffen machen. So vom Denken her. Aber gut, natürlich müssen auch die Heavys hier weg. Da hat die Arti gerade versucht, auf ihn zu schießen, wa? Ja, IS-7 ist Geschichte. Drei Kills hat der gute Mann schon. Thanks for fuck all help. Aha. Oh, Miss Objektlein. Mimi. So, der IS-7 und der Tiger 2, die fahren auf den Gegner Cap zu. Und das Objekt, das weint sich da hinten bei den ganzen Gegnern ein zurecht. Gut, aber die Jungs fahren hier erstmal Cap verteidigen. Also mit den Jungs meine ich anscheinend tatsächlich die anderen Jungs, weil er fährt lieber zu den Gegnern. Da, wo der Damage auf ihn wartet. Warum auch nicht? Die beiden Panzer sollten durchaus mit dem AMX-1390 fertig werden.
Also der IS-3 nicht unbedingt, aber der 110er. Aber er geht hier auf Nummer sicher, um den Cap zu verteidigen. Finde ich gar nicht verkehrt. Aber anscheinend ist hier gar kein Gegner mehr. Somit kann man getrost zu den Gegnern fahren. Jetzt legt er sich hier auf die Lauer. Was vermutet er? Dass da jemand wartet zum Spotten? Jetzt fährt er selber nochmal gucken, ob der 1390 nicht doch noch da ist. Ne, da ist der 1390 aufgegangen, der ist tatsächlich weg. Alles fährt zum Gegner-Cap, um die eigenen Jungs davon abzuhalten, zu cappen. Und er fährt ja eigene Wege, ne? Also er fährt nicht einfach... Also ich wäre viel mehr hinter den eigenen Leuten hinterhergefahren. Aber er hat einen Plan. Er weiß, was er tut. Und er macht hier sein ganz eigenes Ding. Völlig unbeeindruckt von dem, was der Rest der Spieler macht. Finde ich gut. Also... Das heißt, finde ich gut, ne? Das ist natürlich geil. Er hat es drauf und zieht das durch, so. Gar keine Frage. Respekt. Ist natürlich eventuell für die eigenen Spieler so ein bisschen blöd, wenn die dann da auf verlorenen Posten fahren. Aber es bringt ja auch nichts, wenn er da mitfährt. Das wird er bestimmt in einem Platoon oder so, würde er sich dann mit Sicherheit mitteilen. So, der 1390. Ja. Es war einfach nur eine Frage der Zeit, bis haben wir von ihm kassiert. Das Schicksal ist schon so eingeplant. Der T-4400, der rotzt hier auch natürlich raus. Jetzt war es, glaube ich, nochmal die Arti, die geschossen hat. Jetzt bringt er sich hier in Sicherheit. Aufgrund des Reloads. So, wen will er sich jetzt hier krallen? Ah, nochmal so ein Ding kriegst du nicht. Ah, sehr schön. Sehr schön. Rille 15 muss weg. Jetzt hat er da die AT, aber da kommt er, glaube ich, nicht rauf. Und er hat wieder nur eine Kugel im Magen. Autsch! Scheiße. Hätte man eine Sekunde später auf den Reload gedrückt, dann hätte er jetzt nämlich noch zumindest eine Kugel gehabt, hätte den T-4400 rausnehmen können. Aber egal, so bereitet er sich halt auf den Rest vor. Ist Low HP und hat noch drei Gegner, eins davon Arti. Ob das gut geht... Da denn? Achso, das ist die Arti. Gut. Arti schon mal weg, das ist auch gut. Jetzt wissen die Gegner natürlich, wo er ist. Ah! Ja, jetzt will er den lieber mit der Kugel noch raus haben, ne? Jawohl. Ah, hat er einen Schein. Ich meine, der T-44-100 ist natürlich auch ein 8er und kein 10er wie er. Aber dennoch ist er, ja, nicht mehr full life. Er dreht jetzt lieber die harte Front zu ihm. Muss aufpassen, dass er nicht umfahren wird. Und jetzt ist es eine Frage von Sekunden. Jawohl. Ey, 7 Kills. Ich kam gar nicht mit dem Zählen hinterher. Wahnsinn. Jetzt hat er noch das Reparaturpaket benutzt? Wofür das denn? Naja, egal. Wir gucken uns mal die Statistiken an, weil ich habe so den Verdacht, dass die ganz gut werden. So, und da sind wir auch schon bei der Auswertung. Diesmal kein Meister, aber mein Gott, das ist T10. Er hat hier zumindest First Class gemacht. Den Schläger, den Duellanten und den Wirkungsfeuer hat er gekriegt. Dazu das Großkaliber und den Krieger gemacht. Mit seinen 7 Kills hier wäre sogar fast eine Radley Waters geworden. Ja, er hat hier 3.528 Erfahrungen gemacht und fast 80.000 Gewinn, also beziehungsweise Einnahmen. Er hat hier als einziger überlebt im gesamten Gefecht und 5.620 Schaden gemacht, 5 Medaillen damit kassiert und 7 Kills, sieht man nicht jeden Tag. Wunderbar gemacht.
Ja, er ist hier natürlich mit Minus rausgegangen, weil er auch zumindest ein Magazin Gold verballert hat. Bei dem zweiten bin ich mir gar nicht sicher. 22 Schüsse hat er abgegeben, davon haben 20 getroffen. Alter Verwalter. Und 18 sind immerhin durchgegangen. Damage hatten wir bereits. Er hat 1060 geblockt. Das ist auch solide. Der Rest, okay. Ne? 7 Kills gemacht hier. Heftig. T57 Heavy, den muss ich mir mal merken. Ich weiß gar nicht, ob ich bei den Amerikanern auch auf den zusteuere, aber der gefällt mir auf jeden Fall. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.